Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Katholischen Haltern am See. An diesem und am vergangenen Wochenende hat sich eine Gruppe von Firmlingen buchstäblich auf den Weg gemacht, nämlich mit dem Geocachen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Geocachen ist so eine Art Schnitzeljagd für Große. Mit dem GPS-Gerät, satellitengestützt, geht es darum, einen Weg zu finden anhand von Koordinaten, die teilweise vorgegeben sind, teilweise aber auch erst gesucht oder durch das Lösen eines Rätsels gefunden werden müssen. Unser Projekt heißt Gott suchen und finden. Und wir haben die Jugendlichen gefragt, was sie meinen, was denn Geocachen nun mit Glauben oder Firmung zu tun hat. Hören Sie einige von den Gedanken, die sich die Firmlinge gemacht haben. Sowohl beim Geocaching als auch beim Glauben steht man manchmal vor Hindernissen. Beim Geocaching und auch in der Kirche gibt es mehrere Wege und jeder muss für sich den eigenen finden. Geocaching und der Glauben haben beide ein Ziel. Gott ist wie der Cache nicht immer leicht zu finden. Die sieben Sakramente sind wie ein Multicache. Das, was die Jugendlichen sich beim ersten Treffen überlegt hatten, galt es eben beim zweiten Treffen in einem Cache wirklich zu erfahren. Und die vier Gruppen, die unterwegs waren, haben sehr unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Angefangen davon, alle Stationen gut gefunden zu haben und die Rätsel des Caches gut gelöst zu haben und die Runde erfolgreich zu beenden, bis hin dazu, die Rätsel des Caches eben nicht gelöst zu haben und damit eben den Weg auch etwas verfehlt zu haben. Und auch das kann ein Bild für unseren Glauben sein. Nicht immer verstehen wir alle Rätsel, die uns aufgegeben sind. Nicht immer gelingt es uns, das, was Gott uns sagt, wirklich ins Leben zielführend zu integrieren. Und so müssen wir vielleicht manchmal einfach zum Ausgangspunkt wieder umkehren und nochmal neu anfangen.